Servus, grüßt euch. Ich zeige euch wieder ein Schmankerl aus der Rückbiegeanschlusswelt oder aus der Supports-Welt und freue mich schon, euch den Prototypen gerade zu zeigen. Das ist nämlich der Comax X. Das ist ein ganz neuer Rückbiegeanschluss mit einer neuen Zulassung. Den könnt ihr einfach verwenden, egal ob ihr den horizontal oder vertikal nehmt. Ihr könnt den einfach drehen und wenden, wie ihr wollt, so ungefähr. Und es ist immer der richtige Comax damit. Der ersetzt ein bisschen dieses P und Q, nein, Q und L, Entschuldigung, der P bleibt bestehen. Und genau, wir haben wieder das Ganze mit Level of Geometry gesteuert, also im Kasten, das gehört ja zum Kastensystem dazu. Wenn ich es detailreicher zeigen möchte, dann kann ich es so machen, also mit Level of Geometry 500. Hier sehen wir auch in der Seitenansicht das Ganze. Und jetzt stelle ich zum Beispiel auf 300 um. Dann haben wir das Ganze schon sehr krass reduziert und auf 100 haben wir bloß mehr so Linien drin. Genau. Und diese Bolzen machen es halt möglich, dass man den drehen und wenden kann, wie man dementsprechend möchte. Ich muss mich noch ein bisschen distanzieren von den Aussagen, nicht, dass die komplett falsch sind, aber so ungefähr kann man sich's als Laie vorstellen. Jetzt habe ich hier noch eine Rotation natürlich und dann kann ich mich auch sagen, ja, und jetzt soll er liegend eingebaut werden. Es ist echt eine tolle Sache und natürlich könnt ihr auch wieder die Höhe einstellen und alles kommt am Schluss hier im Langtext raus. Und hier könnt ihr wieder die Kastenbreiten umstellen. Ja, alle Sachen sind wieder bedacht. Hier wieder die Minimalwerte und Maximalwerte, was so möglich ist. Sondertypen deaktivieren, aktivieren. Genau, also. Damit hat man wieder viel Spaß bei der Arbeit, wieder eine Riesenbeschleunigung. Und ja, lasst dem Video wieder einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Servus, euer Peter. Servus, ein Krieg für dich, ein Ritterschlag für mich.